Klar, also hier Plastik ist das Thema. Wir brauchen noch Plastikteller. Plastikgeschirr, ja oder nein? Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir Plastik ausgenutzt haben. Überall haben wir alles, fast alles aus Plastik. Also der Kuli aus Plastik. Ja, die Brille hier. Gibt es auch Plastik an Tafel, Glühbirne, Tische, Möbel, Tabelle, also ich meine Tische, Uhren, Spielzeuge, sogar Häuser sind heutzutage aus Plastik oder große Bestandteil der Plastik, sogar Geld aus Plastik, also diese Kreditkarten, alles. Ist aus Plastik, Computer, Laptop, überall. Das ist zu viel. Geschieht noch jetzt. Mein Gott. Also überall wohnen wir in der Welt, wo überall Plastik ist. Also in der Plastikwelt sind wir. Meine persönliche Erfahrung ist eigentlich auch. Ich habe auch vieles aus Plastik. Was ich gerade gesagt habe, habe ich auch bei mir zu Hause. Deshalb kann ich mir vorstellen, Gabel, Löffel, Teller, Spielzeuge, Betten sind aus Plastik. Und in meinem Heimatland sagen die Menschen, Plastik ist einfacher. Plastik kann man also einfach tragen. Also sie sind auch wie ich. Meine Erfahrung ist eigentlich nicht nur meine Erfahrung. Diese Erfahrung teilen meine Freunde, Bekannte, Verwandte, Familienmitglieder, alle. In der Nachbarschaft sehe ich alles das Gleiche. Es gibt natürlich Vorteile, dass wenn wir etwas aus Plastik haben, das sieht ein bisschen schöner aus und leicht. Das ist leicht. Man kann einfach transportieren. Und zum Beispiel, wenn wir Picknick machen, dann brauchen wir solche Teller, da wir später nicht waschen müssen. Wir können benutzen und einfach werfen. Das klingt so cool, aber das ist gefährlich. Das ist also klimafeindlich, nicht freundlich. Das klingt super, das einfach und das ist auch nicht teuer. Deshalb brauchen immer mehr Menschen und es wird immer mehr produziert. Aber das kann man nicht einfach erneuerbaren. Wir sollten Wege finden. Wir sollten das Leben natürlich führen. Wenn wir Plastik so ausnutzen, wird das gefährlich. Das ist gegen Gesundheit. Einige Menschen trinken Tee oder Milch, heiße Milch in einem Glas, das aus Plastik ist. Das ist dann gefährlich. Es gilt Chemikalien eigentlich. Sie mit Kontakt der Hitze werden sie auch gemischt und dann schaden. Es gibt dann unterschiedliche Krankheiten auch, zum Beispiel Krebs und andere. Das schadet auf jeden Fall. Nachteile gibt es viele. Wir können vielleicht Recherche machen, dann würden wir gerne auf Plastik verzichten. Meiner Meinung nach, wir sollten das vermeiden. Wenn es andere Optionen möglich wären, sollten wir vermeiden. Besonders ist das gefährlich für Umwelt und Gesundheit. Vielen lieben Dank. Ich weiß, dass wir vielleicht nicht gleich aufhören, aber wir können Gedanken machen, Wege suchen und wenn möglich wäre, vielleicht natürlich wohnen. Andere Plastikgeschirr vermeiden und andere Geschirr, wie also Geschirr aus Stahl oder. Ich habe gehört, dass in Südindien man Bananenblätter auch benutzt. Das ist wunderbar. Wenn wir das
schaffen können vielleicht oder solche andere Optionen. Das wäre am besten. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Blätter. Das ist wirklich toll.